Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Special-Video. Heute testen wir den FIFA 14 Ultimate Team Modus. Ganz schön ungewohnt, muss ich zugeben. Und ja, Freunde, was wir heute machen werden, ist ja ein Spiel in der Online-Saison bestreiten und Packs öffnen. Und jetzt seht ihr im Hintergrund schon das Team. Das sind Spieler, die ich in Free Packs hatte. Da haben wir zum einen Bastian Schweinsteiger, dann haben wir hier noch Sergio Aguero und Di Natale. Alle habe ich aus Free Packs. Und ja, die sind auf jeden Fall gesetzt in unserem, ja, in unserer Startelf. Und jetzt werden wir Packs öffnen und die besten Spieler, ja, aus diesen Packs kommen dann in diese Squad und dann werden wir eben ein Spiel bestreiten. Schauen wir mal, ob es Special Sets gibt. Ja, es gibt, okay, 25k, ja, nein, öffnen wir 15k. Finde ich irgendwie interessanter und dann würde ich sagen, starten wir gleich mal ins erste Pack hinein. Falcao ist ja auf dem Pack drauf. Schauen wir mal, wie die Animation damals so war. Okay, ja, genau, mit diesem Ball und dann springt jetzt ein Spieler heraus und wir bekommen Mertesacker. Ein langsamer Spieler, Martins, kein schlechter Mann, aber Stürmer haben wir leider schon. Gips können wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Ja, dann nehmen wir hier den Innenverteidiger noch mit und Mertesacker nehmen wir natürlich auch mit. Und ja, dann kommen wir auch schon, hoppala. Achso, ja, das ist ja anders. Man muss nämlich, die Tasten sind verdreht, würde ich mal sagen. Bei FIFA 15 ist es L, tut man mit L2 die Spieler in den Verein und hier wechselt man oben in der Leiste die, ja, dieses hier, so. Und jetzt muss man das, glaube ich, mit L1 machen. Ja, genau. Okay, so hätten wir das auch geklärt. Und jetzt haben wir noch, 90.000 Münzen übrig. Und schauen wir einfach mal, was das zweite Pack bringt im zweiten Pack. Beziehungsweise auf dem zweiten Pack haben wir, glaube ich, Hasebe. Kann das sein? Oder auch nicht? Egal. Kommen wir einfach zum zweiten Pack. Und wen haben wir im Pack? Helton. Einen Torhüter, immerhin. Einen Torhüter, ja. Dann Muntari können wir auf jeden Fall noch einbauen. Ter Stegen. Vielleicht auch doch ein besserer Torhüter. Den nehmen wir auch noch mit. Und den ja auch. Und ja, Freunde, den Rest. Das ist so anders, muss ich echt zugeben. Dann geben wir das alles jetzt in den Verein und dann kommen wir auch schon zum dritten Pack. 75.000 Münzen haben wir noch übrig. Das entspricht ungefähr noch 15k Packs und auf diesem Pack haben wir keine Ahnung wen drauf. Auf jeden Fall haben wir im Pack drinnen David Luiz, ein sehr guter Spieler. Den können wir auf jeden Fall mitnehmen. Und Matuidi, zwei Spieler von PSG. Auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Pack. Damit kann ich auf jeden Fall umgehen. Dann haben wir noch Bedimo. Und ja, Westermann brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht unbedingt. Und dann kommen wir auch schon zum, glaube ich, vierten Pack, müsste das jetzt sein. Zum vierten Pack, zum 15k Pack. Und auf diesem Pack haben wir wieder Falcao auf dem Cover. Und jetzt haben wir dann noch 45k übrig. Und auf diesem, also in diesem Pack, haben wir jetzt Valdes, okay, damit bin ich nicht zufrieden. Flamini können wir auf jeden Fall mitnehmen. Rechtsverteidiger haben wir, glaube ich, auch noch keinen. Bin ich mir gar nicht so sicher. Schmid hat ein gutes Tempo, können wir auch noch dazu packen. Und ja, Freunde, den Rest stoßen wir einfach mal ab. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Pack, zum drittletzten Pack. Und da bin ich jetzt mal richtig gespannt. Lionel Messi auf dem Cover. Wen bringt er uns? Wen bringt Lionel Messi in seinem Pack? Wir haben im Pack Basali, 84er Rating, auch nicht schlecht. Und Maxes, das könnte eine Innenverteidigung, ja, eine Serie A Innenverteidigung werden. Diarra hat auch ganz gute Werte, muss ich sagen. Ter Stegen ziehen wir schon wieder. Ja, Manolas können wir noch mitnehmen, hat einen guten Pace-Wert für einen Innenverteidiger. Und den Rest nehmen wir natürlich wieder mit in den Verein. Abiati brauche ich, glaube ich, auch nicht. Und ja, Freunde, dann kommen wir auch schon zum vorletzten Pack. Mit, ja, mit irgendeinem Spieler. Fragt mich einfach nicht. Wahrscheinlich ist das nicht richtig, wenn ich sage, das ist Hasebe. Aber wir haben im Pack Ronaldinho. Wie geil, Ronaldinho. Das ist stark. 5 Sterne Skiller. Freue ich mich richtig drauf. Da kann man natürlich richtig geile Tricks auspacken. Figuli haben wir auch noch drin. Auch ein richtig starker Spieler. Quintero kann man auch immer wieder ins Team einbauen. Sandro auch ein sehr starker Spieler. Und Sinclair mit 88 Pace, Non-Rare. Sowas sieht man auch echt nicht oft. Den Rest fügen wir wieder zum Verein hinzu. Das stoßen wir dann noch ab. Und dann kommen wir auch schon zum allerletzten FIFA 14 Pack mit El Shaarawy auf dem Cover. Und wem bringt uns El Shaarawy im letzten 15k Pack?
Wir bekommen Checo. Checo ist kein schlechter Spieler, aber Stürmer haben wir leider schon. Und ich finde es irgendwie richtig interessant. Da gibt es ganz, ganz schnelle Spieler, die Non-Rare sind. 89 Tempo ist doch in FIFA 15 schon automatisch irgendwie rare, oder? Kommt mir das nur so vor oder gibt es in FIFA 15 Spieler, die irgendwie über 88 Pace haben und Non-Rare sind? Schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, würde mich jetzt wirklich interessieren. Und ja, den nehmen wir trotzdem noch mit, obwohl er Mittelstürmer ist. Und den Rest geben wir jetzt wieder in den Verein. Und dann will ich eigentlich schon sagen, sehen wir uns, wenn ich mir das Team zusammengestellt habe. Ja, Freunde, da bin ich wieder. Wir haben uns ein Team zusammengestellt. Und das Ganze in der 3-4-1-2-Formation. Im Tor haben wir Ter Stegen mit sehr, sehr guten Werten. Sehr konstanter Keeper. Dann haben wir hier noch Mertesacker, ein sehr langsamer Spieler, aber ja, gute Defensiv- und Kopfballwerte. Dann haben wir hier Maxes und David Luiz in der Innenverteidigung mit sehr, sehr, ja, ein sehr, sehr pacyger Spieler. Dann haben wir auf dem rechten Flügel Feghouli mit 84 Pace, natürlich auch kein schlechter Mann. Dann haben wir hier im zentralen Mittelfeld Matuidi mit sehr, sehr starken Allround-Werten. Und ja, dann haben wir eben unseren 5-Sterne-Skiller hier. Ronaldinho, ein langsamer Spieler, aber mit sehr genialen Pass- und Dribblingswerten. 5-Sterne-Skiller, wie gesagt. Und ja, dann haben wir hier Schweinsteiger mit auch sehr, sehr guten Werten. Leider ist er nicht so schnell, aber trotzdem ein sehr, sehr guter Spieler. Dann haben wir auf der linken Seite Sinclair mit einem hohen Pace-Wert. Leider nicht so gutes Schießen, aber Dribbling passt dann auch wieder. 4-Sterne-Skiller müsste er, glaube ich, auch sein. Ja, genau. Und ja, dann vorne haben wir natürlich Aguero mit 88 Pace, 84 Schießen, 90 Dribbling und 4 Sterne Weakfoot, 4 Sterne Skills, auch sehr, sehr geil. Und dann haben wir hier noch die Natale mit unglaublichen Werten, 4 Sterne Skiller, 4 Sterne Weakfoot, 88 Tempo, 92 Schießen, 83 Passen, 91 Dribbling und ja, Arbeitsraten perfekt. Und dann würde ich eigentlich schon sagen, sehen wir uns im Spiel wieder. Das wird allerdings nachkommentiert sein. Und ja, viel Spaß beim Gameplay. Ja, Freunde, und dann haben wir auch schon einen Gegner gefunden. Er spielt hier dann mit seinem PSG-Trikots. Und wir spielen mit unseren Real Madrid-Trikots. Im weißen Ballett treten wir heute an. Und jetzt bin ich schon mal gespannt auf sein Squad. Und er hat einen BBVA-Squad mit Diego Costa noch bei Atletico Madrid. Und Courtois auch noch bei Atletico Madrid und sonst ein sehr starkes Squad. Pepe als Rechtsverteidiger. Und dann sehen wir uns auch schon im Gameplay. So Leute, die erste Situation, die haben wir gleich mal. Aguero leitet schön weiter auf die Natale und der zieht jetzt einfach mal ab und macht den Ball eiskalt zum 1-0. Schönes Tor von Di Natale mit seinen, glaube ich, 91 Schuss oder 92 Schuss. Muss er den Ball dann auch irgendwie machen. Und das macht auch Di Natale, ein richtig geiler Spieler in FIFA 14 auf jeden Fall. Und ja, Freunde, die nächste Situation hat dann wieder Ronaldinho mit dem Eckball. Flankt ihn hier rein und dort steht einer, köpfelt. Aber Courtois kann den Ball natürlich parieren. Wäre auch seltsam gewesen, wenn er den nicht gehabt hätte. Und ja, was mir auch aufgefallen ist, dass Flanken extrem overpowered waren. Also so, wenn man von der Seite reinläuft und einfach mal eine Flanke bringt, dann sind die Kopfbälle sehr overpowered. Und ja, das wollte ich nur mal sagen, denn es werden nachher noch ein paar Kopfballtore fallen, denke ich. Und ja, dann hat der Gegner jetzt mal ein paar Chancen. Aber dann kommen wir mal mit Di Natale. Der leitet den Ball wunderschön weiter auf Sinclair und der mit der direkten Hereingabe auf Aguero. Und Aguero macht den Ball eiskalt hinein. Mit einem Kopfball haut er den hier über die Linie. Und ja, schönes Tor, schön herausgespielt. Schöner Pass von Di Natale, ausgehend von Di Natale, die ganze Situation. Ja, und das haben sie einfach dann schön ausgespielt. Aguero steht dort, wo ein Stürmer stehen muss und macht den Ball einfach mal rein zum 2-0. Und dann kommt der Gegner jetzt mal über Benzema mit einem Kopfball, dann wollen wir klären. Und der Ball landet aber bei Modric. Der zieht den Ball aber zum Glück am Pfosten vorbei. Da haben wir richtig Glück gehabt. Und in der nächsten Situation kommt der Gegner mal mit Benzema, spielt den Ball weiter auf Jordi Alba. Der flankt hinein und dort steht Xavi. Xavi mit einem Kopfball. Du hast sowas. Ja, sowas geht wirklich nur in FIFA 14, wie bereits vorher angesprochen. Sind Kopfbälle extrem overpowered. Wenn Xavi ein Kopfballtor macht, dann muss irgendwas schiefgelaufen sein. Und ja, dann kommt der Gegner jetzt mal mit Diego Costa und den netzt er auch eiskalt rein. Hat er schön gemacht, der Pass war schön, dann hat sich der Diego Costa schön freigelaufen und dann macht er das Tor zum 2-2. In der nächsten Situation
ja, kommen wir jetzt mal einfach nach dem Anschluss mit die Natale. Schön durch, der kann richtig gut dribbeln, macht den Haken zurück, will dann schießen, der Ball kommt zu Ronaldinho und dann wollte ich einen Lupfer auspacken, bin dann aber leider den einen Schritt zu weit gegangen. Somit steht es zur Halbzeit 2:2, ein sehr ausgeglichenes Spiel. Ich muss mich ein bisschen erst zurechtfinden mit dem FIFA 14, ist doch ein ganz schöner Unterschied, obwohl ich es eigentlich gar nicht so schlecht finde. Im Gegensatz zu FIFA 15. Und dann kommt der Gegner schon wieder mit einem Kopfballtor. Zum Glück war das aber abseits. Und ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob das in FIFA 15 noch ist, dass man jetzt eben diese Linien hier eingeblendet sieht. Glaube eigentlich nicht. Aber ja, dann die nächste Situation jetzt mal. Der Gegner mit Pepe über die Seite. Flankt den Ball dann schön weiter auf Diego Costa. Der spielt nochmal zurück auf Sergio Busquets. Und der haut einen richtig geilen Schuss an die Stange. Und ja, dann kommt der Gegner mal wieder mit Benzema und dann macht er einfach mal das 3:2 in der 62. Minute. Ja, da habe ich nicht gut aufgepasst hinten, da sind die Verteidiger echt nicht gut gestanden. In der nächsten Situation kommt der Gegner schon wieder und dann macht er schon wieder ein Tor. Also, ja, Schüsse sind overpowered und Flanken ebenso. Es ist wesentlich leichter Tore zu erzielen in FIFA 14, ist mir wirklich aufgefallen. Und ja, in der nächsten Situation kommt der Gegner nochmal mit Diego Costa. Ist dann durch, der Tormann stürmt heraus, weil ich mir gedacht habe, es ist ja schon die 84. Minute und dann macht er einfach mal so einen schönen Lupfer. Also das hat er wirklich gut gemacht, Respekt an meinen Gegner. Der war echt nicht schlecht. Ja, mich würde interessieren, wie lange der schon FIFA zockt, aber ja, der war wirklich nicht schlecht. Und somit verlieren wir dann die Partie leider mit 5:2. Kann man einfach nichts machen, man kann nicht jedes Spiel gewinnen. Hier seht ihr nochmal, wer die Tore gemacht hat. Agüero und Di Natale haben jeweils ein Tor gemacht, das freut mich auf jeden Fall. Und ja, somit würde ich eigentlich schon sagen, war es auch schon wieder mit diesem FIFA 14 Special. Falls ihr mehrere solche Specials sehen wollt, in denen ich FIFA 14, vielleicht sogar auch FIFA 13 oder so zocke, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und schreibt auf jeden Fall auch in die Kommentare eben, ob ihr das sehen wollt. Und ja, also mehr Retro-FIFA sozusagen. Und ja, dann verabschiede ich mich von euch und sage, wie immer, ciao Leute, FIFA Stars.